Die eine Sünde, die Gott niemals verzeihen wird, was könnte das sein? Es geht heute um das Thema seine Seele verkaufen und du wirst Berichte hören von Menschen, die das öffentlich zugeben. Am Ende des Videos werden wir eine ganz tiefgehende Meditation machen, um die Seele zu stärken mit einer Botschaft für dich. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn dieses Thema ist sehr wichtig. Bevor wir jetzt mit diesem gruseligen Thema beginnen, ich werde euch gleich noch was zu dem gruselig sagen, möchte ich euch aufmerksam machen auf die Links, die ich hier unter das Video eingefügt habe, denn dort kannst du kostenlose Angebote von Smarana nutzen, zum Beispiel sogar einen Link, einen Test, wo du herausfinden kannst, was deine Bestimmung ist. Also schaut einfach mal unter das Video und guckt euch ein bisschen um. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem gruseligen Thema, weil es geht um die negative Seite, es geht um die böse Seite, die uns laufend unterdrücken möchte, die unsere Seelen haben möchte. Kann es denn sein, dass man seine Seele verkaufen kann? Diese Frage habe ich als Umfrage auf Telegram mal getestet unter unseren Followern und es sind ja doch einige. Ich mache euch das mal an, dann könnt ihr selber mitlesen. Und zwar sind 57% aller, die ich gefragt habe, glauben, dass man seine Seele tatsächlich verkaufen kann, also mehr als die Hälfte. 16% hingegen glauben, dass das nicht möglich ist. 8% sind sich so ein bisschen unsicher und 19% sehen das Ganze eher metaphorisch. So, jetzt ist also tatsächlich die Mehrheit überzeugt, dass man seine Seele verkaufen kann. Und Gott sagt aber, die Seelen gehören ihm. Also das steht jetzt in der Bibel. Es heißt ja auch, man weiß nicht genau, ob alles stimmt, was in der Bibel steht. Ich stelle das einfach in den Raum. Es ist nicht meine Überzeugung, meine Meinung, sondern ich möchte euch Anlass geben, um nachzudenken und vielleicht darüber diskutieren. Ihr dürft mir gerne in den Bemerkungen schreiben, was ihr davon haltet. Doch jetzt sollten wir uns als nächstes noch mal was anschauen, was ja schon sehr krass auch ist, denn Leute haben live in einem TV gesagt, dass sie ihre Seele verkauft haben. Ich spiele euch das vor, es ist jetzt auf Englisch, aber ihr könnt es ja versuchen, selbst auch dann zu verstehen. Und der Link von dieser Quelle ist unter dem Video, wo ihr es dann euch auch nochmal in Ruhe anschauen könnt. Also jetzt gehen wir mal dorthin und ich spiele das jetzt mal ab. Today, but about a week ago, I sold my soul. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. But I made a bargain with it. Es war jetzt ein kurzer Ausschnitt. Ich schalte mal wieder um. Und diese Personen haben öffentlich gesagt, I sold my soul by the devil. Das heißt, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft. Das sagen diese Menschen. Und die sagen das ja nicht aus Spaß, sondern aus einem Beweggrund, wo sie vielleicht danach gespürt haben, dass, was sie da Schlimmes gemacht haben, seine Seele verkaufen. Wie kommt sowas zustande? Es hat meistens mit Machtgier, mit Ruhm, mit Wünschen zu tun, die du dir unbedingt erfüllen möchtest, Dinge, die du unbedingt erreichen möchtest. Und dann kommt so eine Situation, wo du also mit Menschen in Anführungsstrichen zusammenkommst, die dir das alles anbieten und dann musst du einen Vertrag unterschreiben. Und dieser Vertrag bindet dich dann an gewisse Dinge, die du erfüllen musst. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Krasses. Ich hatte auf meinem anderen kleineren Kanal schon mal ein Video darüber gemacht. Ich zeige euch jetzt nur mal einen Ausschnitt von Madonna. Madonna ist ja vielen von uns bekannt und ist jetzt auch schon älter, aber sie hat ein Video gedreht. Und wenn man das mal jetzt mit den Augen anschaut,
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre, die wir in der C-Zeit gemacht haben, erkennt ihr, dass das so ein bisschen die Vorhersage ist. Und wir schauen uns das jetzt mal an und danach muss ich euch noch was ganz Wichtiges da dazu sagen. Ich schalte wieder um. Ich halte es jetzt gerade mal an. Da sieht man Madonna. Die Säulen rechts und links stehen sinnbildlich für einen Tempel. Madonna steht dort sinnbildlich für eine hohe Priesterin des Bösen. Du siehst um sie herum tanzen die Menschen oder diese Personen stellen die Menschen da mit den Masken. Geht euch da ein Licht auf? Und letztendlich ist das ein Ritual für das Böse. Ich schalte noch mal weiter ein. Da sieht man es ganz deutlich. Die Schwarz und Weiß, das Gute und das Böse. Und den Tempel, die großen Treppen, die hoch in diesen Tempel führen, habt ihr es gesehen? Also, das ist jetzt dieses Video. Ich verlinke euch auch noch, ich schalte erstmal wieder um, kleinen Moment. So, jetzt habt ihr ein bisschen vielleicht einen Schreck bekommen, was hier vor sich geht und wie die Gegenseite arbeitet. Man sagt jetzt Teufel dazu, es könnte auch genauso gut einen anderen Namen tragen. Und ihr Lieben, es gibt, wenn ihr mal in die Politik schaut, da auch viele, viele Beispiele von Menschen, die plötzlich andere Dinge sagen oder andere Dinge machen, als sie eigentlich versprochen haben. Ihr wisst, was ich meine. Und all das ist eine bestimmte Beeinflussung, die jetzt geschieht, wenn man sich der Gegenseite verschreibt. Und jetzt ist diese große Frage: Stimmt das, was in der Bibel steht, dass die Seelen Gott gehören und gar nicht verkauft werden dürfen? Das alles, was wir hier gesehen haben, lehrt uns ja etwas anderem, dass wir eigentlich sehen, dass die Menschen ihre Seelen verkauft haben, weil sie so unheimlich, sag ich mal, negativ werden, so unheimlich böse Sachen posten und dann auch in ihren Liedern, also gerade Popstars, ihr kennt sicher auch Club 27, das ist ja ein Club, wo junge Schauspieler oder Sänger, eben Artisten, nicht älter als 27 Jahre alt werden, die also im Alter von 27 sterben durch einen tragischen Unfall oder durch tragische Ereignisse und die vorher unheimlichen Ruhm erlangt haben. Und auch von diesen sagt man, dass sie so einen Vertrag unterschrieben hätten und dann eben dadurch diesen Ruhm erst bekommen hätten. Und der Punkt ist, sie müssen aber, sobald dieser Vertrag unterschrieben ist, Texte singen oder Dinge sagen, die ihnen vorgeschrieben werden. Und das ist dieser Punkt, dass also diese Beeinflussung, wenn du Musik hörst, ich habe wirklich auch schon andere Videos darüber gemacht, diejenigen, die mir treu folgen, die wissen das ganz genau, das ist eine unterschwellige Beeinflussung, die hier stattfindet. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Video siehst, um dich nicht beeinflussen zu lassen und um diese Menschen leichter zu erkennen. Denn das sind ja diese Lügen, die uns alle aufgetischt werden. Es sind Lügen. Und wenn du das erkennst, es gibt ja auch Zeichen, es gibt bestimmte Zeichen, die diese Menschen machen müssen. Ich will jetzt gerade mal gucken. Schaut mal Madonna an. Madonna ist sozusagen ein Superstar, Superstar, ja. Und ihr seht ein Auge zu mit dem Kreuz drauf,
auf der Brust das Kreuz und dann hat sie noch eine Schlange, das sieht man jetzt gerade nicht, hat sie auch noch. Also diese drei Zeichen sagen einfach aus, dass diese Menschen, die diese Zeichen tragen oder auch nur das eine Auge, wenn das eine Auge zu ist, dass sie für die schwarze Seide arbeiten. Das ist ein Zeichen, woran du diese Menschen erkennst und auch Politiker machen manchmal Handzeichen, wo du daran erkennen kannst, dass sie also so einen Vertrag unterschrieben haben. Denn das ist die Bedingung, dass sie so ein Handzeichen oder ein Zeichen machen müssen. Das müssen sie machen, indem sie sich öffentlich dazu bekennen. Und wer das weiß von uns, weiß genau, dass mit dieser Person, dass man da am liebsten gar nicht drauf hört, was die sagt und diesen Menschen auch aus dem Weg geht. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch das alles sagen darf, damit ihr euch wappnet vor solchen Dingen und dass ihr in eurer Seelenliebe bleibt, in eurer Beziehung zu euch selbst. Dann gibt es auch noch, wurde auch noch auf Telegram berichtet, wir haben ja dann darüber diskutiert auch, wie das ist mit den Seelenanteilen, weil es gibt ja auch Momente im Leben, wo du deine Seelenanteile oder einige Seelenanteile verlieren kannst. Das ist etwas anderes. Seelenanteile verliert man durch einen Schock, ja, durch einen Unfall oder so etwas und die kannst du natürlich auch wieder zurückholen. Und so etwas werden wir auch lernen, wenn wir in diesem wunderschönen neuesten Webinar von uns in der Aura-Chirurgie sind. Dort werden wir lernen, Seelenanteile wieder zurückzuholen. Denn es ist wichtig, dass wir in unserer Kraft sind. Und das kann man sehr gut in der Aura also auch machen. Also man muss differenzieren zwischen Seelenanteilen, die man verliert durch eine tragische Geschichte oder durch ein Traumata. Die kann man wieder energetisch zurückholen. Aber wenn du deine Seele tatsächlich einmal verkauft hast, etwas unterschrieben hast, gibt es keinen Ausweg mehr. Und die Menschen, ich habe also Berichte gelesen, die sagen dann, am Anfang ist es richtig toll, du hast alles, was du möchtest. Du hast so viel Geld, so viel Erfolg, aber letztendlich bist du ganz alleine. Und deswegen sind sie alle unglücklich. Sie sind sowas von unglücklich, weil sie haben nicht mehr dieses Gefühl der Liebe, des Miteinanders, was wir hier so sehr in der Spiritualität oder auch in der Familie, dieses Miteinander, das ist einfach dann weg. Und sie sind innerlich leer, dunkel und schwarz. Ja, also das war das, was ich euch heute mal erzählen wollte. Ich finde, es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Denn so ist man dem nicht unbedarft ausgesetzt, sondern weiß genau, okay, das brauche ich mir gar nicht anzuhören. Da gehe ich jetzt einfach weiter und ich gehe meinen Seelenweg, ja, in meinem Licht weiter. Das ist die Botschaft von diesem Video. Lasst euch nicht beeinflussen, seid wachsam und bleibt in eurer Kraft. Und jetzt möchte ich euch einladen zu einer ganz hochenergetischen Meditation, wo wir unser Seelenlicht stärken und uns schützen. Denn es ist wichtig, dass wir auch im energetischen Gleichgewicht immer sind. Und in der aktuellen Zeit ist es ja schon manchmal gar nicht so einfach. Ich habe jetzt hier mein Auraschutzspray. Das mache ich immer gerne drüber. Das sieht so aus. Das bringt meine Aura zum Strahlen und negative Energien werden rausgezogen. Man bekommt ja schnell mal, wenn man draußen ist, bei vielen Menschen eine negative Energie, die sich dann anhaftet und das wird hier alles abgespült. Und das macht mich dann auch jetzt meinen Kanal frei, um mit euch über meine Seele channeln zu können. So wünsche ich euch jetzt gleich viel Freude dabei beim Anhören und Mitgehen in die tiefen Gefühle. Geliebte Herzensmenschen, voller Freude, darf ich einen jeden einzelnen von euch begrüßen zu dieser tiefgehenden Meditation,
zu dieser tiefgehenden Heilung und Stärkung des Vertrauens. Und so lade ich dich ein, dich zu öffnen, dein Herz zu öffnen und bereit zu sein für das, was von der geistigen Welt, von den Engeln und unseren Sternenfreunden jetzt an Liebe zu uns fließt. Stell dir vor, du bist in einem geschützten Raum. Dir geht es gut und du fühlst dich wohl. Nun erlaube dir, das Licht der Liebe einzuatmen. Tue dies mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Vertrauen. Und spüre, wie du dich immer weiter ausdehnst mit diesem Licht und dieser Liebe. Und spüre auch, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Und so strömt das helle weiße Licht jetzt zu dir. Es berührt sanft dein Kronenchakra. Und wenn du es öffnest, wird dich dieses weiße Licht, das Licht von Gottes Liebe, berühren und in deine Seele fließen. Dieses weiße Licht gibt dir Kraft, stärkt deine Sinne und trägt dich vertrauensvoll durch das Leben. Dieses schöne weiße Licht ist dein Begleiter, wenn du es einlädst, ist deine Verbindung zur göttlichen Liebe, zum ganzen Universum, ist deine Verbindung zu all den wundervollen Dingen, die du dir wünschst. Denn dieses weiße Licht ist durch und durch positiv. Und es bringt dir die Fülle der Liebe. Es bringt dir die Fülle allen Seins in dein Herz. Denn es ist die bedingungslose Liebe, die nichts von dir verlangt, die einfach da ist und ein Teil von dir ist, wenn du es erlaubst. Und so bitte deine Seele, sich zu öffnen und sich diesem Licht anzuschließen, und Gottes Liebe wird zu dir fließen. Und so spüre nun diese wundervolle Energie, die dich umgibt und trägt. Eins mit der göttlichen Liebe. Eins mit deiner Seele. Und du spürst, dass dies der Weg ist, dass dies der Schutz ist und dass dies deine Richtung ist, die du gehen wirst, die du schon gehst und immer gingst. Und so genieße nun die Töne der Wirklichkeit, die sich liebevoll in dir ausdehnen, dich stärken und kräftigen, sodass du durch dieses Leben voller Kraft weitergehen kannst. Ich gebe dir ein wenig Zeit.
Und so bist du tief verbunden mit der Liebe des All-Einen, geschützt und stark. All das, was du wahrgenommen hast, sind Zeichen deiner Seele, sind Hinweise, dass alles gut ist und du deinen Weg weitergehen kannst. Und so bedanke dich bei deiner Seele, bei Gottes Liebe, für all dies, was gerade geschehen durfte. Komme wieder in deine Frequenz, bewege Hände und Füße und öffne die Augen und sei wieder ganz hier. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt und dass ihr nun gestärkt seid, gestärkt euren Weg weitergehen werdet. Und so wünsche ich euch alles Liebe. Wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich, indem ihr das Video teilt, damit viele Menschen aufgeklärt werden und in ihrer Kraft bleiben, damit niemand diese Kraft anzapfen kann. Alles Liebe, bis bald.